Mark Cavendish ist nach dem Spurt gestern übrigens gebüßt worden mit 200 Franken, hat 25 Punkte im Punkteklassement verloren und 30 Sekunden in der Gesamtwertung. Die 30 Sekunden im Gesamtklassement, die tun ihm sicher nicht weh. Er ist gebüßt worden von der Jury, weil er die Gegner behindert hat und die Linie im Sprint verlassen hat. Also da möchte ich noch einen kleinen Kommentar dazu abgeben. Das ist sehr weit hergeholt. Also in den Sprints weiss man, dass es manchmal Manöver gibt, die am Limit sind von der Korrektheit. Gestern bin ich der Meinung, ist es nicht der Fall gewesen. Sie haben beide den Ziolek überholt. Und nach dem Ziolek sind sie wieder zusammengeschlossen, so wie das Wasser, das um einen Brückenpfeiler herumgeht. Da haben wir den Mark Cavendish. Du hast gesagt, die Zeitstrafe, die tut ihm nicht weh. Aber was ihm sicherlich weh tut, sind die Schläge, die er abbekommen hat, die Schürfungen. Und wie gesagt, also gestern habe ich es nicht sehr extrem gefunden. Was aber meiner Meinung nach den Ausschlag gegeben hat über den Sturz, sind die Carbon-Rädchen. Also ein Carbon-Rad hat bei seitlicher Belastung sehr, sehr wenig Widerstandsfähigkeit. Und man sieht sehr schön auf diesen Fotos, wo die Fotografen geschossen haben. Ihm ist das Rad wirklich weggebrochen. Also der Heinrich Hausler ist von der Seite in das Rad reingefahren und das Rad hat sich nicht verformt. Das Rad hat nachgegeben. Das ist wie wenn man bei 70 Stundenkilometer ihm das Rad rausnehmen würde. Und dann ist klar, dass er dem Sturz nicht hat können ausweichen konnte. Unter dem Reglementsparagraf 1.3.018 sind die Carbon-Rädli, die von der UCI Crashtest unterzogen werden, aufgeführt. Da kann man nachlesen, welche das erlaubt sind und welche eben nicht. Aber ich denke, dass die Carbon-Rädchen sicherlich mit schuld sind, dass es immer wieder zu schweren Stürzen kommt, weil die verformen sich nicht. Die brechen einfach weg, wie wenn man eine Wasserflasche würde, verschlagen. Da sieht man es nochmal. Jetzt schauen Sie aufs Vorderrad von Mark Cavendish. Also, er verlässt da seine Linie nicht gross. Jetzt wird da reingefahren und wenn man da das Rad dann sieht, das Rad verbricht, jetzt sieht man es eigentlich nicht, weil es ist außerhalb vom Bildrand gewesen. Aber das Tatsache ist, dass einfach das Rad nachgegeben hat und er hat überhaupt nichts können machen. Bei einem klassischen Rad, so wie man es früher gefahren hat, mit einer Aluminiumfelge, mit gekreuzten Speichen vor allem, wo einen rechten Widerstand bietet, bin ich nicht überzeugt, dass es überhaupt zu einem Sturz gekommen wäre. Also das hätte man können vermeiden. Ja, der Fortschritt der geht immer weiter, aber ob es wirklich in allen Bereichen Fortschritt ist, so Carbon-Rädchen zu fahren, da mache ich sehr ein grosses Fragezeichen. Schön, dass uns die Regie diesen Sturz, diese Sprintankunft von gestern noch einmal gezeigt hat. Die Tatsache ist dann einfach, dass Cavendish für Verlassen der Linie im Sprint und dadurch Verursachen eines Sturzes seiner Mitkonkurrenten gebüßt worden ist. Man kann jetzt natürlich darüber diskutieren, Jean-Claude hätte ihn nicht gebüßt. Nein, für mich ist das ein Fehlentscheid von der Jury.